Das Xiaomi Mix Fold 3 ist angetreten, um der Welt zu zeigen, was man alles mit einem Foldable anstellen kann. Wir erinnern uns alle noch zurück an das Mix Fold 1, das war okay, das Mix Fold 2, was schon extrem dünn gewesen ist. Doch mit dem Mix Fold 3 möchte man nicht nur dünner werden, sondern auch zeigen, wie man Technologie in ein solches Smartphone reinbekommen kann. Endlich hat Xiaomi das Ganze vorgestellt und ich verrate euch, was euch bei diesem Smartphone erwartet. Beginnen wir doch erstmal mit der Dicke dieses Foldables. Denn es war kurz davor, das dünnste Foldable der Welt zu sein. Dann hat man aber festgestellt, es reicht nicht ganz, um das Honor Fold einzuholen. Kurz zu den Daten, damit wir es ganz genau richtig haben. Man hat ein 9,8 mm dickes Foldable und im geöffneten Zustand sind es gerade mal 4,93 mm. Und das finde ich jetzt extrem, extrem schlank. Beim Mix Fold 2 habe ich schon gemerkt, wie elegant das Ganze dann in der Hand liegen kann, dadurch, dass es einfach nicht dick ist. Man hat aber auch nochmal am Scharnier gearbeitet, denn hier gibt es ein neues Scharnierdesign mit einer Kombination aus Stahl und langlebiger Carbonkeramik. Und das Coole dann daran, dass der Winkel des Foldables nochmal zwischen 45 und 135 Grad einfach wahlweise gestoppt werden kann. Das heißt, ihr könnt entscheiden, in welchem Inhalt ihr bzw. in welcher Öffnung des Winkels ihr Inhalte konsumieren wollt oder mit dem Foldable arbeiten könnt. Also diese Spanne an Grad ist schon extrem beeindruckend. Dazu kommt auch, dass der TÜV Rheinland das Ganze natürlich nochmal zertifiziert hat und über 500.000 Faltvorgänge sind hier mit dem Mix Fold 3 möglich und danach kommt es erst zu einer ganz minimalen Abweichung. Also das heißt, wie hoch kann ein Qualitätsstandard einfach sein? Xiaomi sagt an der Stelle ja. Aber jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, was sich hardwareseitig getan hat und was man kann. Interessant ist auch, dass man dann hier dem Ganzen außen ein 6,5 Zoll großes Display beilegt, was eine Full HD Plus Auflösung hat. Interessant wird es dann aber auf der Innenseite, denn abgesehen davon, dass das Ganze durch Gorilla Glass Victus 2 geschützt ist, bekommen wir hier ein 8,02 Zoll großes AMOLED Panel mit einer 2K Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hertz. Das sind ja eigentlich ganz normale Standards, wie wir sie mittlerweile bei Smartphones haben, aber Xiaomi liefert das Ganze einfach in ein Foldable rein, also selbst dieses Falten des Displays führt zu keinem Unterdrücken quasi von Qualität. Und das Schöne daran, was auch mit dazu kommt, ist die Nitzzahl. Das heißt, die höchste Beleuchtung im Peak, und da hat man es einfach mal geschafft, 2600 Nits im Peak bei diesem Foldable zu erreichen. Also eine extrem krasse Strahlpower und das in einem Foldable. Also mittlerweile sind Foldables da angekommen, was man an Qualität erwartet. Und das geht auch weiter beim Prozessor. Denn natürlich hat man den Snapdragon 8 Gen 2 mit dabei. Dazu gibt es dann 16 GB RAM und einen internen Speicher von 512 oder sogar 1 TB. Also hier gibt man wirklich das Maximum, was man bekommen kann. Das Schöne an diesem Snapdragon, vielleicht aber auch nicht, man hat das Ganze ein bisschen übertaktet und das erinnert ganz stark an den Snapdragon 8 Gen 2, den man speziell für Samsung für die Galaxy-Modelle angefertigt hat. Diesen Prozessor haben wir jetzt erst im Fold 5 erlebt und den gibt es jetzt ohne dieses Branding exclusive für Samsung jetzt auch im Mix Fold 3. Also das zeigt, man bietet eigentlich genau dieselben Hardware-Komponenten nur für andere Hersteller an. Kommen wir jetzt aber zu dem Grund, warum ich sage, dieses Smartphone ist wirklich bahnbrechend oder liefert eine Top-Qualität. Denn auf der Rückseite habt ihr schon erkannt, man hat insgesamt 4 Kameras. Das allein ist aber nicht das Markenzeichen dieses Fold 3, sondern man hat es geschafft, die Top-Leica-Qualität, die ihr bereits aus den Xiaomi Ultra-Modellen kennt, wozu ihr hier auch übrigens ein Video findet, auch wenn ich nicht zu 100% begeistert war, was das Xiaomi 12S Ultra und auch das Xiaomi 13 Ultra angeht, finde ich trotzdem, hat es eine extrem tolle Fotoqualität. Und diese Fotoqualität schiebt man jetzt quasi fast 1:1 einfach rüber in das Mix Fold 3. Und das Coole daran, abgesehen davon, dass man natürlich wieder mit Leica zusammenarbeitet, ist einfach mal der optische Zoom. Denn da hat man einen 3,2-fachen und einen 5-fachen optischen Zoom. Also mit 2 Telefotokameras arbeitet man, dazu nochmal eine tolle Hauptkamera. Also ihr merkt, man hat hier extrem viel nachgelegt. Dazu wird das Ganze dann halt mit der Leica Summicron-Optik unterstützt und diesen ultratransparenten Glasses, also mit diesen Linsen, mit denen man hier arbeitet, wodurch
wodurch das Ganze möglich ist. Um das nochmal ganz kurz runterzubrechen. Ihr habt ja gesehen, wie dick ein Kamerabump bei einem 13 Ultra beispielsweise ist. Das hat man einfach so krass reduziert, dass es in ein Foldable reinpasst. Und ihr habt eben auch gehört, wie dünn dieses Foldable ist. Also das sind Maßstäbe, die wir mittlerweile erreichen, die echt schön zu sehen sind, denn genau dahin sollte der Weg gehen. Bei anderen Foldables habe ich kritisiert, dass sie toll sind, beispielsweise Motorola Razr 40 an der Stelle, aber mir dann die Fotoqualität zum Beispiel extrem zu wenig gewesen ist, aber auch die Akkulaufzeit. Und da kommt der nächste Spin. Denn hier hat man zweimal den G1 und einmal den P2 Prozessor mit verbaut. Dazu gibt es ein perfektes oder dadurch resultiert ein perfektes Akkumanagement, was dazu führt, dass ihr 8 Stunden und 20 Minuten ein weißes Bild einfach auf diesem Foldable anzeigen lassen könnt und danach ist der Akku erst durch. Also man muss sich mal überlegen, was das für ein Topwert ist, in einem so dünnen Smartphone diese Zeiten zu erreichen. Natürlich steht und fällt das Ganze auch, je nachdem wie oft ihr das Smartphone im offenen und geschlossenen Zustand ja halt am Ende nutzt. Das ist auch immer ein Kritikpunkt, den ich mit anbringe, aber es ist extrem beeindruckend, diese Topwerte zu erreichen mit so einem dünnen, tollen Smartphone. Kleiner Einschub an der Stelle, falls ihr Bock habt auf dieses Device, dann schaut unten mal in der Videobeschreibung vorbei, denn dort könnt ihr euch das Gerät jetzt schon sichern. Es gibt einen kleinen Rabattcode, nutzt das Ganze also, wenn ihr Lust habt, das schönste, beste und tollste Foldable auf dem Markt zu bekommen, dann sichert es euch. Und falls ihr Bock habt auf Suppen und zu kochen, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung mein neues Kochbuch, also schaut euch auch das gerne an. Darüber hinaus kann das Ganze dann nochmal kabelgebunden und kabellos geladen werden. Also auch hier bietet man beide Features an. Man ist wirklich nicht bereit, irgendwelche Abstriche zu machen. Eine IP-Zertifizierung gibt es auch nochmal. Kommen wir aber dann zum Knackpunkt, denn es gibt gleich zwei. Denn zum einen haben wir natürlich das Preisproblem. Bei Mix Fold 2 hat man mal ca. $1.400 angefangen und das ist natürlich extrem viel Geld. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, für den Preis bekommt ihr beispielsweise ein iPhone 14 Pro oder vielleicht dann auch ein 15 Pro. Und das muss man immer wieder in Relation setzen, dass ihr also für so viel Geld auch ein normales Smartphone bekommt. Und hier bekommt ihr in einem Foldable so viel geboten für den Preis, dann ist es ja fast schon fair. Naja, wenn man mal zumindest die Technologie beachtet, denn die ist natürlich am Anfang teurer. Ein zweiter Kritikpunkt, dieses Gerät kommt offiziell nicht nach Deutschland. Heißt, es ist erst nur mal ein China Exclusive Device, was man hier bekommt, aber wie ich eben auch schon mal gesagt habe, ihr könnt das Ganze unkompliziert importieren. Unten in der Videobeschreibung findet ihr alle Links dazu und es ist extrem wichtig, dass dieses Gerät nach Europa und auch nach Deutschland kommt, um Samsung einfach Druck zu machen. Denn es sind viel zu wenig Foldable-Hersteller hier bei uns auf dem Markt vertreten und das ist auch ein Problem, denn Samsung lehnt sich gerne zurück. Man merkt, die Innovationen werden immer weniger, denn sie müssen nicht. Es gibt keine Konkurrenz und wenn wir dann sehen, was wir alles in China erleben, wie weit Technologie dort ist, ist es sehr wichtig, dass diese rüberkommt und das Ganze einfach hier ja ein bisschen für Konkurrenz sorgt, dass wir noch bessere Produkte bekommen können, denn die Technologie ist nun mal da. Jetzt bin ich gespannt, seid ihr hyped, habt ihr Bock auf das Foldable? Ich kann hier an der Stelle schon mal sagen, ich werde es definitiv für euch reviewen, testen, also abonniert definitiv diesen Kanal, damit ihr das hier nicht verpasst. Wie immer sage ich, bleibt gesund, macht's gut, bis demnächst, euer Smartphone-Blogger.